Hey Freunde, in dem Video geht es um dieses Elektro-Skateboard der Marke Wogo. Mini heißt es. Lohnt sich der Kauf? Ja, er lohnt sich. Das Board hat 400 Euro gekostet, kommt komplett mit Akku, Antrieb und dieser Fernbedienung komplett zusammengebaut an. Es ist sofort startbereit, man muss es ein, zwei Stunden laden, dann läuft das Ding. Mit einer Akkuladung kommt ihr 16 Kilometer weit. Höchstgeschwindigkeit, ich habe es gemessen, sind 38 km/h. Die Fernbedienung verfügt über drei Modi. Der langsame Modus, nochmal drücken, schneller Modus, Insane Modus. Und 38 km/h ist verdammt schnell. Man gewöhnt sich leider auch sehr schnell an dieses Tempo. Also wenn man fährt, sollte man vielleicht einen Helm tragen, dass man wenigstens ein bisschen Schutz hat. Die Verbindung mit dem Board funktioniert eigentlich relativ easy. Es gibt hier den Knopf, der wird gedrückt, die Fernbedienung wird gedrückt und schon koppelt sich innerhalb von 2 Sekunden. Aufgeladen wird es hier. Netzteil für Europa, Deutschland quasi ist dabei. Ich hatte es vorhin 1,5 Stunden an der Steckdose, dann war es voll. Das Board verfügt über sehr große Rollen. Das heißt, man kann über Splitsteine und kleine Unebenheiten auf der Straße ganz easy fahren. Die merkt man kaum und es kann im Vergleich zum normalen Skateboard fahren. Es ist ultra leise, man hört es gar nicht. Das ist allerdings auch etwas gefährlich im Straßenverkehr, wenn man da angesaust kommt und taucht plötzlich auf. Fahrgeräusch vom Board ist kaum zu hören, es macht unglaublich Spaß. Wow, ist das geil, Leute. Verdammt kalt, wir haben minus 2-3 Grad. Uhu, arschkalt draußen. Wenn man die Fernbedienung nicht benutzt, also das heißt, mitten im Fahren lässt man den Finger los, kann man ganz normal weiter pushen, was ein super Vorteil ist. Das heißt, man fährt dann eigentlich unter dem Radar. Also es sieht immer noch dann aus wie ein normales Skateboard. Und wenn man von oben drauf guckt, ist dem Skateboard eigentlich nicht anzusehen, dass es ein Elektroskateboard ist, sondern vielleicht einfach nur ein Skateboard mit dickeren Rollen. Was mir ganz gut gefällt, ist die kleine Größe, sehr kompakt gebaut, hat auch noch einen Kicktail, das heißt, man kann ganz gut Kurven damit fahren. Was die Rollen und die Achsen angeht und das Board, das kann ich als Skateboardfahrer ganz gut beurteilen. Es fühlt sich alles sehr hochwertig und gut an. Nichts klappert, wenn man damit auf der Straße fährt. Man hat wirklich ein schönes, ruhiges Fahrgefühl. Das Board hält genau die Spur, es zieht also nicht nach links oder rechts und ist auch bei hohen Geschwindigkeiten richtig angenehm zu fahren. Board fährt super stabil, nichts klappert, Spur hält super, Lenkung taugt, einfach ein schönes Fahrgefühl ist es. Circa 30 km/h bin ich jetzt unterwegs, mir reicht schon. Also wenn ihr euch entscheiden müsst zwischen einem teuren Boosted Board oder dem, ich würde wirklich zu dem Wogo Board raten, wenn man die 1,5 Monate Zeit hat, auf dieses Brett zu warten. Also mein Board war, glaube ich, fast 4 Wochen in den Niederlanden im Zoll festgehangen und irgendwann kam es dann tatsächlich. Ich habe ja kaum noch dran geglaubt. So geil ich dieses Skateboard finde und so viel Spaß es auch macht, es hat aber auch Nachteile. Das Board ist sehr schwer, es wiegt 7 Kilo, bedingt durch die Akkus und die fetten Achsen und die Motoren in den Rädern. 7 Kilo trägst du nicht viel in der Gegend rum. Das Board ist dafür da, dass man es aus dem Kofferraum rausholt, auf die Straße legt und einfach damit fährt. Der zweite Nachteil ist der, die Akkus, die sind fest verbaut, die kann man nicht einfach easy austauschen. Das heißt auch, man kann mit dem Board nicht mit dem Flugzeug verreisen. Die Akkus sind zu groß von der Akkukapazität her. Deswegen bleibt das Board in Urlauben leider zu Hause, wenn man mit dem Flugzeug fliegen will. Punkt 3 gilt natürlich für alle Elektroskateboards in Deutschland. Die Dinger sind leider illegal. Man darf sich eigentlich nur auf privaten Grundstücken damit bewegen. Ich weiß, dass viele Skateboard-Companies darum kämpfen, dass diese Boards in Deutschland auch dieses Jahr in 2019 legalisiert werden, aber entschieden ist da noch nichts. Ob was kommt, ob die vielleicht mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung kommen, keine Ahnung. Ich hoffe es mal, dass man die Dinger auch irgendwie zulassen kann, versichern kann, dass man einfach den Stress mit der Justiz umgehen kann. Die Motoren in den Rollen, in der Hinterachse, sind fest verbaut. Das heißt, wenn irgendwas mal kaputt geht, dann muss man tatsächlich die Rollen tauschen und kann nicht easy den Motor irgendwie reparieren. Die Dinger sind fest verbaut, die muss man einfach nachbestellen und dann einbauen.
Man muss vielleicht am Anfang etwas aufpassen, wenn man das erste Mal mitfährt, dass man nicht Mr. Wilson macht. Die Skateboarder wissen, was Mr. Wilson bedeutet. Das bedeutet, man gibt Gas und fällt nach hinten, weil das Ding einfach so einen mega Power hat. Ich zeige euch mal kurz, wie man Gas gibt mit dem Brett. Bremse nach unten. Zack. Bremse nach unten. Man hat hier noch einen Schalter, da kann man auch mit dem Board rückwärts fahren. Aber das brauche ich nicht, ich fahre lieber vorwärts. Also die Fernbedienung ist sehr simpel aufgebaut. Drückt man nach vorne, gibt man Gas, zieht man nach hinten, bremst das Skateboard. Ich finde, es war eine gute Kaufentscheidung. Ich brauche kein 1200 Euro Boosted Board. Ich komme mit dem Ding sehr gut klar. Für mich ist es immer noch ein Spielzeug oder Fortbewegungsmittel. Und bis es legalisiert wird, muss man eben ein bisschen aufpassen, was man damit macht. Jetzt lasse ich einfach mal ein paar Bilder sprechen, wie das Board auf der Straße aussieht, wie man damit fährt und viel Spaß damit. Jetzt machen wir mal den Test, wie gut komme ich einen Berg hoch. Die Steigung ist schon relativ groß. Ohne Probleme. Ohne Probleme hat es funktioniert. Hallo. Dadurch, dass die Rollen sehr groß sind, kann man auch ganz gut über Unebenheiten drüber fahren und kleine Splitsteine. Ich meine, wir haben Winter, macht aber nichts. Funktioniert alles wunderbar. Spritzwassergeschützt ist das Board auch, also die paar Pfützen machen im Board nichts aus. Mir auch nicht. Einfach nur schön. Geht ab nach Hause. Wenn ihr das Video informativ fandet, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Oder abonniert einfach meinen Kanal. Bye bye. Klasse Bier.